Dass ich hier gelernt habe, wie wichtig Jugendarbeit eigentlich ist. Nicht so einfach zu Hause sitzen vom Fernsehen und Langeweile bekommen. Einfach hierher kommen, dann habt ihr auch euren Spaß. Wenn ich die Juleike in 3 Worte beschreiben wollte, Spaß und cool und interessant. Also die Juleika ist eine Ausbildung, die es so an sich in sehr vielen Formen gibt. Wir haben jetzt in diesen Tagen viele Workshops gemacht, viel gelernt, auch verschiedene Themen. Es wurde so kreativ gestaltet, dass du manchmal einfach vergisst, dass das ein Workshop ist, wo du eigentlich was Spezielles lernen sollst, sondern du hast einfach Spaß und lernst dabei noch. Deswegen ist es wirklich gut aufgebaut, besonders für die Zeit, die wir hier haben. Das Ziel ist es, Auszubildenden den Umgang mit Kindern beizubringen, wie man mit den Kindern richtig handelt in manchen Situationen, die schwierig sind, wie zum Beispiel jetzt Diskussionen halt, was wir hatten mit Demokratie oder halt Konflikte. Damit ich weiß, so, wie ich mit den Kindern gut umgehen kann und wie ich eine gute Jugendleiterin sein kann. Und ich glaube, ich werde auch das alles benutzen in meine Zukunft mit Kindern. Wir haben halt schon am ersten Tag geplant, dass wir eine Halloween-Party machen werden. Und die Tage danach haben wir so darüber geredet und so. Wir haben verschiedene Aufgaben an die Leute verteilt. Das Tolle an dieser Party ist halt einfach, dass du beide Seiten hast. Also das Plan ist wirklich komplett durch. Dadurch lernen wir halt auch für die Zukunft, wenn wir zum Beispiel Jugendleiter sind und dann die Kinder zum Beispiel irgendeine Party machen wollen, dass wir denen zum Beispiel so Tipps geben können, Beispiele geben können, die wir bei Juleika gelernt haben. Also ich und meine Gruppe, wir machen so ein Theater über Halloween und Juleika auch. Ihr müsst euch vorstellen, die Berliner Jugendarbeit damals vor 10 Jahren, kein Geld. Ich war jung und unerfahren und ich habe einen Clown bestellt. Also sollte diese Geschichte wirklich hören. Ja! Finde ich bei der gesamten Party auch gesehen, dass sich diese ganze Mühe wirklich ausgezahlt hat. Das fand ich zum Beispiel auch gut an den Mitarbeitern, dass sie versucht haben, uns alle miteinander zusammenzuführen. Weil es gibt ja auch Leute, die sagen, ja, sucht euch einfach einen Partner und dann kann es ja dazu führen, dass vielleicht einer ausgeschlossen wird, weil die den nicht mögen oder der mag den nicht, hat eine Auseinandersetzung mit denen und das ist halt das, was man nicht will. Man will ja eben Juleika, will man ja seinen Frieden haben und deswegen fand ich gut, dass zum Beispiel auch mal durchgezählt haben, damit jeder mal verschieden gemischt wurde. Man lernt da neue Freunde und neue Sachen. Bei Jugendarbeit hat man teilweise immer so ein bisschen nur im Kopf, okay, man arbeitet mit Kindern, aber es ist eigentlich wirklich viel, viel mehr als das. Man kann vielleicht auch mal Spaß haben in den Pausen oder so, sich mit den Jugendlichen verstehen, ein bisschen Fax verschieben, aber halt auch nur in den Pausen. Aber dann, wenn dann zum Beispiel wieder die Workshops sind, dann muss man sich auch wirklich konzentrieren, richtig motiviert sein und sich so denken, ich werde hier rausgehen mit dieser Juleika-Karte und werde sagen können, ich habe eine Ausbildung gemacht. Als Jugendleiterin. Okay, bisher habe ich nur so ein bisschen auf Kinder aufgepasst, zu okay, jetzt kann ich richtig Kinder anleiten, jetzt kann ich dies und dies und ich weiß bestimmte Sachen jetzt viel, viel deutlicher und viel, viel mehr als davor.